Servus meine lieben Profis und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. Ja, der hat leider nicht gespeichert, wie wir uns beim letzten Mal noch anonym gemacht haben. Ergo, das müssen wir jetzt nochmal machen, aber ich habe gesehen, die Videos gerendert wurden, habe ich was gesehen. Da habe ich was gesehen. Und zwar habe ich gesehen, dass die Truhe bei uns in der Villa voll ist. Da gehen wir doch mal hin. Wir gucken mal eben kurz, wo ist hier der nächste Schnellreisespot. Da wäre einer, aber das sieht für mich doch nach dem nächsten aus. Na gut, okay, dann machen wir uns erst anonym auf dem Weg dahin. Nutzen wir doch die Strecke gleich, die wir ein bisschen hier rumlaufen müssen. Die Wachen finden das ja nicht so lustig, wenn ich Leute irgendwie dazu bringe, dass sie die Kisten wegschmeißen. Finden die Wachen ja irgendwie nie so witzig. Also ein bisschen aufpassen. Gehen wir mal hier raus. Zack, zack, zack. Okay, hat er nicht gekriegt. Dann aber hier. Schön. Und dann machen wir weiter. Ich glaube, mit der Story können wir dann weitermachen, weil hier sind wir jetzt soweit durch, ne? Wir haben beim letzten Mal, glaube ich, auch schon Story weitergemacht. Ich weiß es gerade gar nicht so genau mehr. Ich bin manchmal ein bisschen dusselig. Aber jeder, der meine Let's Plays guckt, der kennt das von mir. Okay. Und jetzt geht's auf zum... Das reicht mir eigentlich fast an Anonymität. Das ist gut. Stimmt, beim letzten Mal haben wir die Gefangenen befreit. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich an die Szene mit dem Typen, wo ich das gesehen habe, wo das in Sony Vegas gerendert hat. Oder gerendert wurde, das Video. Da erinnere ich mich dran. Dass ich da irgendwo die Meldung gekriegt habe, dass mein Dingens voll ist. Die Truhe in der Villa. Das bedeutet... Wir müssen erstmal hinreisen und das Geld nehmen, bevor unsere Schwester da die Finger in der Kiste hat. Da gönne ich dir ja nichts, ne? Ich bin da ja ein kleiner Nichtsgönner, was das angeht, aber das ist okay. Ah, da geht's rein. Schön. Na, komm, lauf. So. Nein, seht nicht, was seine Galerie zu bieten hat. Die hat nämlich nichts mehr zu bieten, weil das alles bei mir in der Villa hängt, was er zu bieten hatte. Schön. Aber ein paar Sachen fehlen uns einfach noch, ne? So ein paar Bilder und sowas. Also wirklich zu 100% haben wir den Kram auf jeden Fall noch nicht fertig. Hallo. Zack. 55.000. Nice. 148.000 haben wir mittlerweile. Junge, Junge, Junge. Ich sag's euch, bis zum Ende werden wir nochmal Millionär. Wobei ich weiß nicht, wie lange das Spiel noch insgesamt geht. Kann ich gerade gar nicht beurteilen. Aber jetzt hier mit den ganzen Bildern sieht das schon irgendwie ein bisschen geiler aus, ne? Nicht so karg und leer, die Wände. Also wie viele Federn wir jetzt hatten, aber rein damit. 3 hatten wir scheinbar. Okay, gut. Ah ja, und wir haben ja nochmal... Genau, jetzt können wir auch mal nachgucken, wie viel uns noch an Dingens fehlen. An Codex-Seiten. Die Tür ist zu. Wie viel Codex-Seiten uns noch fehlen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel wir haben oder hatten. Eine einzige fehlt uns noch. Und dann weiß ich nicht, was man damit machen kann. Weil man kann die Dinger ja irgendwie drehen. Aber ich weiß nicht, was und wieso und generell. Aber das werden wir uns dann mal angucken. Ich bin sehr gespannt. Also wirklich, was das hier noch aus sich hat, keine Ahnung. Also die Rüstung haben wir ja, Ezios. Altairs Rüstung, Ezios Rüstung nicht. Also es ist jetzt Ezios Rüstung, aber Altairs Rüstung war es mal. Mein absoluter Lieblingsassassin bisher. Können wir gespannt sein, was da noch mit den Codex-Seiten passiert, weil da habe ich gar keine Ahnung von. Aber gut. Erstmal noch die letzte finden. Die wird wahrscheinlich auch irgendwie so zum Ende des Spiels kommen. Also, es fehlen ja noch ein paar Aussichtstürme, es fehlt noch eine Codex-Seite. Ja, müssen wir mal schauen. Aber jetzt porten wir uns erstmal zurück nach Venedig. Ne, da wollte ich nicht hin. Ne, da will ich auch nicht hin. Da will ich auch nicht hin. Da will ich auch nicht hin. Da will ich hin.
Es scheint da oben noch ein Viertel zu geben. Seht ihr das? Ganz oben ist noch so ein Viereck, wo man sich theoretisch hinschnell reisen könnte. Aber er ist noch nicht ausgewählt. Also ein Viertel haben wir wohl scheinbar offiziell noch in Venedig abzuarbeiten. Aber ist die Frage, ob da alles an Aussichtspunkten ist, ob da alle Schätze sind, die letzte Codex-Seite wahrscheinlich, ja. Könnte man jetzt mal von ausgehen, so pauschal. Aber gut. Ich weiß es nicht. Ich bleib einfach mal gespannt, ne? Ich meine, ich mag ja, deswegen mag ich ja Blind Let's Play so gern. Weil hier keiner Bescheid weiß. So, wir sind vollständig anonym. Und gehen jetzt zur Quest. Weil hier haben wir ja ansonsten, ich gucke nochmal eben kurz auf der Map. Wir könnten eigentlich nochmal eben ganz, ganz kurz hier beim Kunsthändler vorbeischauen. Aber ich meine, da war nichts. Und dann können wir eigentlich die Quest weitermachen, weil das Templerversteck haben wir schon infiltriert quasi. Und ansonsten wüsste ich jetzt hier gerade nichts. Nö. Ansonsten sieht das eigentlich alles ganz, ganz gut aus. Und dann fehlt halt nur noch das Gebiet hier oben eigentlich. Weil hier irgendwo ist ja wohl ganz offiziell noch ein... Oder hier oder sowas. Irgendwie... Noch ein Punkt, wo man theoretisch sich hin schnellreisen kann. Ich wollte gerade teleportieren sagen, aber es ist ja Schnellreisen. Ein Schnellreisepunkt. Und den gilt es noch zu finden. Also das Gebiet dann dementsprechend nochmal freizuschalten. Das werden wir wahrscheinlich im Laufe der Quests machen. Würde ich jetzt einfach mal per se so raten. Aber gucken wir mal hier einen Kunsthändler. Was hat er anzubieten? Ich sage ja, ich glaube, wir haben hier ein Gemälde alles gekauft, ne? Ja. Im Besitz, okay. Aber da ist jetzt die Frage, wenn uns noch Gemälde fehlen, das weiß ich ja nicht, ob noch welche fehlen, habe ich jetzt auch in der Villa nicht drauf geachtet, und das nicht in verschiedenen Vierteln verschiedene Gemälde gibt, wo kriegen wir die denn noch her? Gibt es noch eine weitere Stadt, wo wir hin müssten oder können oder sonst was? Aber für eine weitere Stadt, finde ich, sind das fast zu wenig Aussichtspunkte. Die letzten Aussichtspunkte, die könnte man echt gut in einem Viertel verpacken. Ich weiß es nicht. Ich bin sehr gespannt. Also ich glaube nicht, dass wir noch eine neue Stadt kennenlernen werden. Ich glaube, es wird nur noch ein Viertel geben und dann ist das Thema mehr oder weniger erledigt. Da gehe ich jetzt einfach mal so ganz pauschal von aus. Jo, einmal umrempeln. Erledigt. Check. Schönen guten Hallo. Sehen auch alle sehr nett aus hier, oder? Okay. Gehen wir nochmal rein. In die gute Stube. Salve, Ezio. Willkommen. Und gut gemacht. Mein Heer erstrahlt in altem Glanz. Jetzt wird Silvio erkennen, was für einen Fehler er gemacht hat. Wie sollen wir vorgehen? Ein direkter Angriff auf das Arsenale? Nein, sie würden uns am Tor massakrieren. Ich habe einen anderen Plan. Nehmt meine Männer und verteilt sie im Bezirk. Der Ärger, den sie machen, wird Silvio zwingen, die meisten seiner Wachen abzustellen. Und wenn das Arsenale etwas leerer ist, kann ich hinein und ihn töten. Exacto! Ihr werdet kaum Gegner haben. Hoffentlich ist er den Köder. Oh, keine Sorge. Das wird er. Das ist gut. Ich hasse es nämlich, wenn auf meinem Weg zu meinem Attentat super viele Wachen sind. Moin. Okay. Ach nee, ihr könnt ja gar nicht klettern, ne? Wer wird sich den Hals brechen? Ich werde mir den Hals brechen. Ich breche dir gleich den Hals, Kollege. Ach ja. Probleme über Probleme. Ich wette, die Wachen haben jetzt auch so gar keinen Bock auf uns. Ah, hab ich mir fast gedacht. Hä? Das war nicht geplant. Zack, einer weg. Noch einer weg. Noch einer weg. So, okay. Machen wir mal eben ganz kurz mit versteckter Klinge das ganze Thema. Also sind die jetzt für uns oder gegen uns da hinten, die ganzen Passanten? So, Platz da. Ja, wie kommt man da denn jetzt am dümmsten hin, ey? Ja, das mag ich an Venedig jetzt hier im Spiel nicht so. Nö, komm, geh weg. Mag ich in Venedig im Spiel jetzt nicht so, dass das alles verwinkelt ist. In echt liebe ich eigentlich so die ganzen Städte am Mittelmeer, die so schön verwinkelt und alles sind, finde ich geil.
Zack. So, der ist schon mal weniger, der ist schon mal weg. Der ist auch weg. So, der ist auch weg. So, wie viel haben wir jetzt davon noch? Einer noch, ne? Hey, Kollege. Thema erledigt. Schön. So, dann macht ihr hier mal ein bisschen Palermo. Wartet hier auf mein Signal, wie ihr wünscht. Palermo in Palermo? Na gut, wir sind nicht in Palermo, aber soll auch schön da sein. Also Italien habe ich noch so ein paar Städte, wo ich sage, da habe ich Bock. Da habe ich richtig Bock, ne? Also ich könnte mir noch richtig gut vorstellen, mal Stil echt mit meiner Zweitakt-Moped. 50 Kubik Zweitakt, gut, ich habe leider keine Vespa oder sowas, kein italienisches, aber einen italienischen Motor da drin. Mal so einen schönen Italien-Roadtrip machen mit Sizilien allen drohen, dann habe ich Bock drauf. Habe ich eigentlich Bock drauf. Jojo, packt ihn. Ich liebe das eigentlich, dass ich die ganzen Leute mit am Start habe. Das macht einiges einfacher. Genau. Na komm, Jungs, was macht ihr da? Ihr steht mir gerade voll im Weg rum. So. Problem gelöst. Einmal durchrennen. So. Hier links Reno. Hey. Lass dich fallen. Na du. Zack. Einer weniger. Noch einer weniger. Aber der sollte eigentlich kein großes Hindernis. Na gut, okay, jetzt hier. Dann spring von oben runter. Wenn du es einfacher findest, oben drüber zu gehen, statt durch die Tür, kann ich dir leider auch nicht mehr helfen. Tut mir leid. So. Komm, jetzt. Gut. Schön. Schön. So. Haltet diese Stellung. Wird erledigt. Ja, ihr solltet eigentlich Palermo machen, damit die Wachen hier wegkommen. Also da wegkommen, wo ich hin will. Ihr sollt ja nichts halten, ihr sollt einfach nur Stress machen. Okay, zwei Stellungen sind es noch, wo wir hin müssen. Hier geht's raus. Zack. 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 Ganz simpel erledigt das Thema, würde ich sagen. Ja, ich bin schneller. Ja. Du konntest nicht mal aussprechen, so schnell war ich. Wie viele Leute habe ich denn jetzt überhaupt noch? Drei? Für zwei Stellungen? Das ist ein bisschen wenig. Jo, als nächstes holen wir dich. Das darf da nicht zu laut, sonst machen wir da wirklich noch. Ich meine, ich bin ja ein bisschen gnadenlos bei sowas, ne? Ich will doch niemanden anvisieren, ich will ja eigentlich nur ein bisschen unter... Ach, come on! Seid ihr wirklich alle so blöd? So, muss ich echt hinter ihm stehen? Au! Ja... Ach, das war eben alles mit der versteckten Klinge, ne? Ich hab da nämlich jetzt gerade irgendwie wenig Bock drauf. Hey, lass los! So, Thema erledigt, Leute. Sind wir nur noch zwei oder was? Okay, doch vielleicht ein paar mehr. Drei noch. Hier werdet ihr warten. Gebt ein Zeichen, wenn wir zuschlagen sollen. Jojo, machen wir. Ah, das hat schon gereicht. Boah, ich dachte gerade, ich habe zu wenig Leute, ne? Habe ich ernsthaft kurz gedacht. So, jetzt kümmern wir uns mal eben kurz erst ums Anonym werden wieder. Ihr kennt das Spielchen, ne? Ich bin ungern hier so bekannt wie ein bunter Hund. Und schon wieder 13.000 in der Villa. Also ich weiß nicht, ich nehme da eigentlich gut Geld an, ne? So 13.000 pro Tag ist schon nett, würde ich sagen.
Oh, da oben ist eine Feder. Wenn ich die schon sehe, nehme ich sie auch mit, ne? Ich meine, ich sammle die jetzt nicht aktiv, dass ich sage, komm, ich suche da jetzt nach. Weil die leider nicht auf der Karte stehen. Wäre schön, wenn es dafür auch noch eine Karte zu kaufen gibt oder so. Dann könnte man das echt zu 100% durchspielen, das Ding. Zack. Aber ich glaube, dann wäre es fast zu einfach, das Ganze. Zack, zack. Na? Und jetzt loslassen. Man muss ja nicht immer so tief fallen, ne? Muss ja nicht per se sein. So, hier einmal nochmal abreißen. Schwuppdiwupp und anonym. Cool. Dann können wir auch hier jetzt rüber und Questerino weitermachen. Weil bevor ich dann wirklich zum Attentat gehe, werde ich definitiv nochmal meinen Arzneikram auffüllen und die Rüstung reparieren, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt sogar direkt losgeht. Ergo. Ergo. Reparieren. Okay, nichts ist beschädigt. Das ist noch besser. Meine sonstigen Kunden sind auch viel vornehmer. Ah ja. Wird er sofort frech, ne? Nur weil ich nichts kaufe. Ist ja fast so schlimm wie in der Türkei, ey. Da werden die auch frech, wenn du nichts kaufst. Ja, jetzt heilen. Wir haben ja die Kohle. Wir können ja im Moment sowieso kein Geld woanders ausgeben. Apothekenbedarf. Medizin. Sind wir voll mit. So. 15 von 15, Gift 10 von 10. Das ist jetzt besser. Aber ich sage, wobei, wir gehen nochmal zu dem frechen Schmied. Weil theoretisch könnte ich Munition gebrauchen. Ich weiß nicht, ob ich die schon aufgefüllt habe. Meisterwerke der Schmiede. Meisterwerke der Schmiede, gut. Sie gibt es bei mir in der Villa, Kollege. Munition. Alles voll? Kann ich noch irgendwelche Waffen kaufen? Nö. Nö. Ja, die wäre schlechter. Die würde ich mir dann später mal kaufen. Ja. Kein Geld mehr, Messere. Wie schade. Hat nichts mit kein Geld zu tun. Ich wollte mir jetzt bloß nicht eine schlechtere Rüstung kaufen als die, die ich anhabe. Meister der Schmiedekunst. Muss ja auch genauso frech sein, ne? Schön. Nicht wundern, wenn ich mich ein bisschen nasal anhöre. Ich habe gerade ein bisschen die Nase zusitzen. Weil wegen Pollenallergie. Die meisten Leute, die mich regelmäßig gucken, die kennen das. Dass so im Frühjahr und Sommer ein bisschen Pollenprobleme am Start sind. Ich sollte vielleicht irgendwo hinziehen, wo ich nicht ganz so viele Probleme damit habe. Zum Beispiel nach Kanada oder nach Norwegen oder sowas. Da, wo großteils Nadelbäume sind, habe ich wenig Probleme mit so ein Kram. Aber gut. Ah, da seid ihr ja. Ist es getan? Ja, alle eure Männer sind in Stellung. Bene, bene. Nehmt dies. Ihr wisst ja, wie man damit umgeht. Was ist denn das? Findet den höchsten Punkt im Bezirk. Schießt es von da aus ab. Auf dieses Signal hin werden meine Männer den Angriff beginnen. Nun so. Gut. Ich sehe euch dann auf dem Schlachtfeld. Das werdet ihr. Okay. Cool. Ja, den höchsten Punkt. Ob das vielleicht nochmal wieder ein Aussichtspunkt ist, man weiß es nicht. Wir werden es herausfinden. Schön. Moin. Das ist der höchste Punkt. Wenn das der höchste Punkt ist, okay, traurig. Weil vielleicht ist das einfach nur der höchste Punkt jetzt hier in dem Bezirk. Das kann natürlich sein. Nachstand vom Feuerwerkskörper muss bestimmten Normen unterliegen. Ich glaube, den wir da haben, der unterliegt nicht diesen Normen. Auf geht's nach ganz oben. Zepp. Feuerwerk. Kaboom. Ich glaube, die halten lange genug durch, die Kollegen.
Da muss ich jetzt hin. Das mag sein, dass er meine Hilfe braucht, aber wir machen jetzt hier erstmal Schluss mit der Folge und helfen ihm dann in der nächsten Folge. Wir helfen ihm dann einfach Mittwoch. Also wer Bock hat, kann da reinschalten. Wem diese Folge gefallen hat, der lässt einen Daumen nach oben da. Schreibt Kommentare, vergiss das Abonnieren nicht und checkt die Videobeschreibung. Bis dahin, viel Spaß mit den Videos. Euer NicoTube. Cheerio.